Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Hunter Call of the Wild. Wir hatten jetzt die Mission gemacht mit dem Jagddruck, die ist jetzt fertig. Jetzt machen wir die komischen Wildschweinspuren suchen und den Wildschweincode da irgendwie. Sollte ich hier eigentlich recht gut schnell finden. Zumindest der festen Überzeugung, dass wir hier irgendwo eine Wildschweinspur finden und vielleicht auch ein Stück Kackewurst. Mal das sehen wir gleich. Das ist das hier sogar schon eine Wildschweinspur. Ja. Und die laufe ich jetzt einfach hinterher, bis ich hier ein Stück Kacke finde. So einfach ist das. Oder ist das hier schon Wildschweinkackewurst? Passt doch. Cool, hast du ja das ja schon erledigt, Freunde. Das ging jetzt rucki zucki. Machen wir die nächste Mission. Das ist. Gehe nach Ritterstein, erlege ein Wildschwein und verwerte es. Mal gucken, Karte. Ja, Freunde, ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt machen sollen. Gehe ich hier hin? Ah, ich glaube, wir gucken uns mal hier oben um. Ne? Gucken wir uns mal da oben um. Vielleicht finden wir da ja ein Wildschwein. Auch wenn ich nicht genau weiß, wo die da sind, aber wir gucken mal. Sind 900 Meter. Da hab wieder ordentlich Knete, Mensch. Halleluja. Wieder 12.000, läuft. So, Schwein. Hier hinten hat noch nie Wildschweine gejagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mal die andere Ecke da, aber guck, ja, aber guck. Aber werden wir gucken, meine ich. Entweder wir finden welche oder finden keine. Mehr kann uns ja eh nicht passieren. Was mir aber halt keine Ruhe lässt, ist diese blöde Wiesenkuh. Lässt mir echt keine Ruhe. Wo die sich aufhält. Ich habe auch schon selber mal bei YouTube geguckt, so, wenn ich eine grobe Richtung habe oder sowas, aber kannst du echt vergessen, ne? Wir haben irgendwie bei dieser Mission, die ich jetzt habe, einen ganz anderen Punkt irgendwie. Die müssen da was ganz anderes machen. Das ist total komisch. Die müssen irgendwie eine Wiesenkuh und Trophäen. Goldwertung oder sowas haben oder so. Keine Ahnung. Echt ein bisschen komisch so. So, Wildschweine, seid ihr hier oder was? So, als wenn hier ein Wildschwein gegraben hätte, ey. Oder? Ah, Rear-Rap, ja, ehrlich. Was heißt das? Sind hier Wildschweine oder was? Jetzt auch nicht rumkohlen, wie so ein Bekloppter hier. Da unten. Was ist das da unten? Wasser oder was? So ein Teich oder nicht? Hat noch nie, glaube ich, in der Ecke. Callt er sogar schon Wildschwein.
Der Wind steht richtig beschissen, richtig beschissen, das kann was werden, ne? Weil die halt auch sofort riechen, die ollen Schweine. Müssen wir auch ein bisschen Glück hoffen, dass der uns nicht sofort schnuppert. Hab auch leider keinen Geruchsreduzierer und nichts, leider nicht freigeschaltet. Der Regen kommt ja gut, ich glaube endlich, oder? Wenn der Witz jetzt ein bisschen drehen würde, wäre alles gut. Oh, das tut er natürlich nicht. Ja, Freunde, ich weiß jetzt nicht, ob das Ding hierher kommt oder nicht. Müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen callen und hoffen, dass das irgendwie Bock hat. Jetzt sehe ich leider noch gar nicht irgendwie. Na, von da oben kam der Call. Ja, wer weiß halt wieder von wo genau der Call kam, kein Mensch, ja. Ich weiß nicht, wie lange ich mich jetzt hier hinsetzen soll und warten soll, das ist die Sache. Wir laufen einfach mal hier lang jetzt. Vielleicht sehen wir es ja. Irgendwo hier hat es gecallt, das weiß ich. Hat mich bestimmt schon gerochen und ist bestimmt schon abgehauen. Weil der Wind halt wirklich gerade, genau geradezu. Was war das denn?
Schwein, was hier? Was höre ich doch hier? Na? Werde das andauernd callen, aber fragt mich echt nicht von wo. Na? Hm. Nochmal Call eine Runde. Nichts zu hören, nichts zu sehen, ne? Merkwürdig. Versuche andauernd irgendwas zu hören, aber ich höre gar nichts. Dann. Nichts zu hören hier. Eben vor kurzem habe ich hier noch echt noch ein Schwein gehört, sogar gecallt ein paar Mal. Aber jetzt ist halt die Frage, wo ist das lang? Jetzt hier auch ungern den Schwein nachrennen. Da, da, da? Nee. Weil wir könnten uns jetzt eine Spur aussuchen, die wir folgen, aber ob das nur was bringt, weiß ich nur auch nicht. Wollt nicht mehr, nichts mehr zu hören hier. Jetzt höre ich wieder was. Irgendwo da ist das drin, das Vieh. Weiß halt nicht genau wo, Ich bin mir sicher, dass das irgendwo hier ist.
Aber ich habe halt keinen Plan, wo genau. Ah, ist echt komisch, ne? Man kann das halt auch überall sein. Die sind ja so lütt, die Viecher, die siehst du ja kaum. Ist ja das scheiß Problem. Ja, halt auch keine Spuren und nix, gar nix. Ich habe keine Ahnung. Hier ist wieder so eine Wühlstelle, ja. Wo sitzen sie, die Hunde? Folge ist auch fast schon wieder vorbei, Freunde. Es tut mir jetzt echt leid, aber ich weiß nicht, wo ich jetzt hier wirklich ein Schweinchen finden soll. Der Wind steht auch total blöd, Alter. Ich weiß nicht. Bogenrennen will ich jetzt auch nicht unbedingt, so einen fetten Bogen rumlaufen. Bringt uns ja auch nicht viel jetzt. Und dasselbe bei raus eigentlich. Ja. Können wir jetzt hin. Nochmal hinsetzen, wollte ich gerade sagen. Eine Rede unten, ja. Wildschweine, wo seid ihr nur? Wo seid ihr bloß? Ja. Versuche irgendwie auch schon so einen Weg zu nehmen, wo da der Wind ein bisschen anders steht, aber tja. Entschuldigung. Die Schweinespuren vielleicht. Ja, das sind Wildschweinspuren. Humor, okay. Da steht jetzt zwar auch nicht ganz die Trophäe, aber lassen wir es mal so stehen.
Ja, gut, Freunde, ich würde sagen, wir machen dann hier einen Cut und hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann.